Einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich schon auf diese Stunde. Und in der Stunde wollen wir eintauchen in den ganz persönlichen Fluss. Und jeder hat so seinen Fluss, jeder hat so seinen Flow. Und wir kennen diesen Ausdruck ja, dieses Flow States, dieses Zustandes, im Fluss zu sein. Und da könnte man jetzt mal kurz rein überlegen und jeder für sich, wie gelingt dir das ganz persönlich, dass du eben in diesen Fluss kommst? Was macht es bei dir aus, im Fluss zu sein? Was sind auch diese großen Bewegungen vielleicht, die man jeden Tag durchlebt? Und relativ schnell, glaube ich, wenn wir uns überlegen, was erzeugt Lust in unserem Leben, wo sind die Abläufe in unserem Leben, sind wir sehr wahrscheinlich sehr schnell auch in der Verbindung mit Sonne und Mond. Und wahrscheinlich sehr schnell auch in der Verbindung dort, wo wir merken, okay, da gibt es ja größere Einflüsse in unser Leben. Die können natürlich ganz unterschiedlich starke Auswirkungen haben. Wenn wir so mal in uns jetzt zur Ruhe kommen, dann können wir mal so kurz ein- und ausatmen. In dem Fall mal zunächst beobachtend ein- und ausatmen. Um den heutigen Zustand von uns wahrzunehmen. Das ist ein simples in sich gehen, wo du für dich einfach spürst, über den Atem, über deinen Atem. Was ist jetzt da für dich? Wie geht's dir? Das ist auch eine Form der Selbstwahrnehmung, der Selbstwertschätzung, dass du dich mit dir selber in Verbindung bringst und diese Verbindung über den Atem einfach mal wahrnimmst. Du kannst dann unterschiedliche Ebenen erleben, du kannst die körperliche Ebene spüren, wahrnehmen. Wie fühlt sich dein Körper gerade an? Du kannst vielleicht wahrnehmen, wie viel Energie hast du gerade? Wenn du noch eine Ebene tiefer gehst, dann kannst du wahrnehmen, wie aktiv ist dein bewusstes Denken, das du mitbekommst. Und natürlich noch eine Ebene tiefer. Kommen dann ins Unterbewusste. Du kannst auch in dem Fall jetzt bewusst gewünscht in dein Unterbewusstsein atmen. Und du kannst dir über dieses Hinatmen in dein Unterbewusstsein ebenso eine Vorstellung bekommen, was passiert gerade im Unterbewussten bei dir.
sagst, nicht nur die Psyche, es ist nämlich eben genau das, was Psyche eigentlich bedeutet, ursprünglich. Wir gehen in unseren wahren Kern. Ist vielleicht der erste Weg, zunächst zu spüren, was ist im Herzen. Aber auch zu spüren, was ist in deiner Seele. Und so kannst du ganz bewusst durch dein ganzes Shen Chi Ching atmen. Das ist der Ausdruck aus der DCM dafür. Ching steht für Materie, Chi für deine Energie und Shen für eben das Bewusste und Unterbewusste, für die Botschaft sozusagen, die gerade da ist. Und so atme bewusst eben aus diesen Ebenen jetzt einmal ganz tief in die tiefste Ebene, wo du gerade vordringen kannst, wenn man es so nennen will. Wir kommen jetzt aus unserem körperlichen, aus der materiellen Welt, wollen aber jetzt den Weg gehen, dass wir möglichst tief hier auf dieser Ebene vordringen können. Kommen wir zur tiefsten Ebene unseres Seins. Kommen wir zur Botschaft, die gerade da ist für uns. Kommen wir über unsere Energie, unseren Geist, unser Herz auf die Seelenebene. Auf die Informationsebene sozusagen. Und das kann ein ganz entspanntes eben Atmen sein. Einfach nur die Intention jetzt heißt, ich möchte möglichst tief kommen, ich möchte möglichst tief mich verbinden. Du kannst natürlich helfen, dass du auch liebevoll Kontakt mit deinem ganzen Sein aufnimmst. Dass du einfach liebevoll zunächst mit deinem Körper sprichst, mit deiner Lebensenergie, dem Qi sprichst, mit deinem Geist, mit deinem Herzen, mit deiner Seele. Du kannst das in Ebenen machen oder du kannst das eben in einem machen, dass du einfach sagst, eben, liebe Körper, Geist und Seele, das wäre so der ursprüngliche Ausdruck im Deutschen. Kannst auch sagen, natürlich, liebe Seele, Herz, Geist und Körper. Kannst sagen, liebes Shen Chi Ching. Ich liebe dich, ich ehre dich, ich wertschätze dich. Und ich möchte mich gerade mit dir ganz tief verbinden. Dann machst du einfach deine Augen zu und versuchst einfach möglichst tief über die Atmung dann zu kommen. Thank you.
kann natürlich noch ganz viel Wahrnehmung sein im Außen. Kann ganz viel Erkenntnis sein. Dass dir Gedanken kommen. Dass du merkst, wo dein Geist derzeit aktiv ist. Da können Emotionen kommen. Und es kann auch ganz ruhig werden mit der Zeit. Das wirklich auch die Fähigkeit haben, jetzt ganz tief aufzukommen. Weil was ist die Idee jetzt dabei? Die Idee ist, einfach jetzt einmal deinen Rhythmus, in dem du gerade bist, zu erkennen. Weil jeder von uns ist in irgendeinem Rhythmus. Du bist in deinem Schlaf-Wach-Rhythmus, in deinem Tagesrhythmus. Du bist eingebettet in den Rhythmus von Sonne und Mond. Und du bist eingebettet in die Abläufe der vier Jahreszeiten. Du bist eingebettet in große Zyklen, die auf uns wirken. Und du hast darin eben deinen Zyklus, deinen Fluss. Und auch die kosmischen Energien, die auf dich wirken, haben ihren Flow, ihre Einwirkung, ihren Einfluss auf deinen Fluss. Aber was heißt das jetzt für dich? Was kannst du kurz spüren? Was heißt das für dich jetzt? Wie ist deine individuelle Aktion, Reaktion dorthin gerade? Wir haben Herbstzeit gerade zum Beispiel. Im Prinzip ist nicht nur jeder Tag ein Moment, wo eine aufbauende Energie da ist und eine wieder sich abbauende Energie. Es ist in jeder Minute, in jedem Moment diese Schöpferkraft präsent und erschafft und lässt wieder vergehen. Wenn man da mal tiefer gehen mag, in die Weisheiten und Lehren des Tao, ein wundervoller Schlüssel dazu. Wie hier als Beispiel eben das Buch Tao Classic of Longevity and Immortality. Das Tao der Langlebigkeit und Unsterblichkeit. Zeigt uns wunderschön Dr. Master Shigangsha, wie alles aus der Quelle entsteht und wieder alles zur Quelle zurückkehrt. Und wenn wir so wollen, eben der große Fluss in allem.
dass dieser höchsten Frequenz und Schwingung, dieser höchsten Schöpfungsenergie, kommt alles, entsteht alles und kehrt alles wieder zurück. Tao ist eben ein Begriff dafür, woher alles kommt, diese ultimative Quelle oder eben auch höchste Schöpfungskraft. Und aus der heraus entstammt jeder Fluss in unserem Leben. Und deswegen ist es auch so schön, auch immer wieder zu spüren, in welcher Phase befinden wir uns gerade. In welcher Phase befindet sich jetzt dein Tagesrhythmus? Wenn du einen Beruf hast, in welcher Phase befindet sich gerade deine Berufsausübung? Wenn du an Beziehungen denkst, in welcher Phase befinden sich deine Beziehungen? Das kann alles entweder, wenn wir es ganz einfach ausdrücken wollen, gerade sehr viel Yin-Kraft darin sein oder auch sehr viel Yang-Kraft. Das kannst du auch spüren, ist jetzt mehr eine aufsteigende Yang-Kraft da oder ist mehr eine beruhigende Yin-Kraft da? So in den Jahreszeiten. Geht's gerade in eine junge Yang-Kraft im Frühling oder in eine schon erwachsene, ausgewachsene Yang-Kraft im Sommer? Oder geht's in eine frühe Yin-Kraft in den Herbst, wo sich alles zurückzieht? Oder ist es schon diese ausgeprägte Yin-Kraft, dass komplett alles zur Ruhe kommt? Und das ist immer sehr schön zu spüren, egal wo du gerade bist und was dich gerade bewegt und wo du gerade vielleicht auch Fortschritt erreichen magst, dass du einfach spürst, wie ist generell der Flow darin? Wie sind die Kräfte darin? Weil natürlich könntest du auch im Hochsommer mit den dicksten Winterkleidungen hinausgehen. Aber es wäre nicht sehr förderlich. Das heißt, es ist immer förderlicher, den Fluss, der gerade da ist, zu erkennen, die Kräfte, die gerade wirken, zu erkennen. Deswegen eben die Faszination auch am I Ching, am Buch des Wandels, das uns so wundervoll hinweisen kann zu jedem Lebensthema. Wie ist gerade aktuell dieser Fluss? Und wo kann ich es leichter mir machen und allen anderen, indem ich eben diesen Fluss erkenne und dementsprechend handle? Oder wo kann ich ständig mich aufreiben? Wo kann ich ständig Energie und Kraft verlieren, weil ich eigentlich dagegen gehe? Nur weil mein Verstand vielleicht etwas unbedingt gerade will. Weil es ein unserer größten Zyklen ist, nämlich die Verbindung von Sonne und Mond, möchte ich uns heute etwas Unterstützung geben, dass wir leichter in diese Rhythmen finden und sie leichter auch erkennen, um eben völlig im Einklang zu leben mit
dem natürlichen Verlauf der Dinge. Es gibt diesen natürlichen Verlauf. Und wenn wir uns darauf einschwingen, ist vieles leichter. Es gibt die Kraft der Sonne. Und ebenso gibt es die Kraft des Mondes. Und allein da kannst du dich einfach einschwingen. Einfach mal so kurz reinspüren. Liebe Sonne, lieber Mond. Mit ganz viel Wertschätzung und Liebe. Deren Kraft spüren, wie sie uns unterstützt und auf uns einwirkt. Die Sonne ist in physischer Form die größte Yang-Kraft, die in unserer Nähe ist. Und der Mond in der Verbindung mit Mutter Erde. Und ist ja nicht nur eine theoretische Verbindung, sondern es ist ja, der Mond und die Erde sind ja etwas Einheitliches, auch in der Entstehung eben aus den ganzen Stücken, die eben in der Entstehung von Mutter Erde entstanden sind, haben sie ja zunächst zwei Monde gebildet und am Ende dann dieser eine Mond. Und somit ist Yin, die Yin-Kraft, die Kraft von Mutter Erde ebenso im Mond verankert. Und wenn wir jetzt in die Tau-Kalligraphie eintauchen, dann kommen wir aus der Gegenüberstellung von Sonne und Mond, kommen wir zu einem wunderschönen Zeichen. Nämlich zum Zeichen Ming. Und das Zeichen Ming hat jetzt eben beides in sich. Die Sonne und den Mond. Und so können wir es auch einmal nachfahren. Ein paar Mal nachfragen, um diesen Einklang zu schaffen. Diesen Einklang in uns, verbunden mit den Naturkräften zu sein.
Weil was bedeutet Ming? Ming bedeutet für uns, die größte Klarheit zu haben, die größte Transparenz auch zu haben und die größte Durchlässigkeit für all die natürlichen Energien, die gerade in so schöner, höchster Kraft fließen. Egal wie sie gerade sind. Egal ob Sommer ist, Winter ist, Frühling, Herbst. Wir können uns es am leichtesten machen, indem wir dieses Wu-Wei leben, dieses alles erreichen im Nichtstun, im Wu-Wei, im einfach nur aktiv wahrnehmen, wo gehen die natürlichen Flüsse des Lebens hin und dort bringe ich mich einfach ein. Nicht mit meinem Geist aktiv, sondern eben am Ende loslassend und nur spürend, okay, die Richtung geht dorthin, passt. Dann unterstütze ich jetzt diesen Weg und gehe ihn mit und erkenne eben, weil es kommt sowieso, egal, wenn ich jetzt in einem Tief bin, es kommt wieder das Hoch. Wenn ich in einem Tal stehe, in einer Region, ist irgendwo ein Berg. Und ich kann da wieder rauf, wenn ich möchte, dass ich diese Aussicht genieße und diese Freude dran habe. Also es gefällt mir im Tal, dann kann ich weiter in Tälern auch wandern. Aber ich kann jederzeit darauf vertrauen, dass eben nach einem Tal ein Hoch kommt und nach jedem Hoch wieder ein Tief kommt. Und deswegen ist es so wertvoll für uns, in dieser Kraft zu sein, dass wir erkennen, wo ist der natürliche Weg und den gehen wir mit voller Kraft. Das heißt, Wu Wei heißt noch lange nicht einfach lethargisch nichts tun, sondern es heißt einfach diese Intelligenz zu besitzen, zu spüren, wo geht die Reise gerade hin, wo wäre ich gerade hingetragen förmlich. Und kann damit viel weniger Energieaufwand viel mehr erreichen. Das ist dieser Zustand des Seins im Gegensatz zu diesem ständigen Zustand, ich muss tun, ich muss tun, ich muss tun. Und ich muss, ich muss, ich muss. Und ich habe noch nicht und ich habe noch nicht und Hilfe. Sondern es ist der Zustand aus dem Sein heraus, die schnellste Vorwärtsbewegung zu erfahren. Und dort hilft uns die Tao-Kalligrafie wundervoll. Deswegen können wir es jetzt auch ein paar Mal nachfragen. Und nach ein paar Mal nachfahren, dementsprechend auch uns verbinden mit der Quelle. Es ist die Schrift der Quelle, es ist die Schrift des Taos, es ist die Verbindungslinie wie eine Telefonnummer zur höchsten Schöpfungsenergie. Kann ich jedes Mal dann die Augen schließen und einfach in mich gehen und mir auch Fragen stellen, was heißt das jetzt für mich? Vielleicht gibt es einen Lebensbereich, wo du dich gerade fragst, wie soll es weitergehen, was kann ich tun? Dann fährst du ein paar Mal nach, schließt die Augen wieder und versuchst einfach
die Inspiration aufzunehmen, die gerade in deinen Spirit fließen möchte. Diese Eingabe aufzunehmen, die dir gerade eingegeben wird aus dieser höchsten Anbindung. Wenn viel kommt, ist schön. Wenn wenig kommt, ist auch schön. Wenn gar nichts kommt, ist auch schön. Du machst einfach weiter. Und ab einem gewissen Punkt schließt du die Augen und entweder lässt du nur zu, dass du schaust, was kommt, oder du stellst konkrete Fragen, bis eben dieser Geistesblitz da ist, diese Erleuchtung da ist zu dem Thema. Ming wird ja auch hin und wieder auch für Erleuchtung verwendet. Das heißt, dem Ming Shin, das erleuchtete Herz zum Beispiel. Das heißt, wir reinigen so lange, bis das Herz, in dem eben Geist und Seele sitzt, Erleuchtung erfährt. Bis es ganz rein wird. Wo es kein Ich-Bedürfnis mehr gibt. Das steht jetzt überhaupt nicht im Gegensatz zu Selbstwert oder Selbstliebe. Das ist ja das Schöne. Wenn du genug Selbstwert und Selbstliebe hast, brauchst du kein Ich mehr. Dann gibt es nur mehr wir. Dann gibt es nur mehr, wo kann ich helfen? Du kannst vollkommen auf die eigenen Bedürfnisse verzichten, sie vollkommen vernachlässigen eigentlich. Weil du genug Selbstwert hast, weil du genug Selbstliebe hast, weil du ja genug Selbstvertrauen, Vertrauen in den Himmel hast, dass alles ja eh erfüllt wird für dich. Ein wunderschöner Zustand, wenn man so lebt. Wenn es so frei ist von belastenden Emotionen.
Nach einer gewissen Zeit des Nachfahrens, wieder zur Stille kommen, in die Ruhe, kannst du den Raum der Ruhe immer mehr erweitern. Und entdeckst diese besondere Form des Seins, das aus dem Schreiben der Tau-Kalligraphie entsteht. Weil das ist eben das Schöne. Das Schöne ist, dass du eben im Schreiben der Tau-Kalligraphie in diesen einmaligen Zustand des Seins kommen kannst. Und wenn du jetzt erkennst, wo der Fluss der Quelle hingeht, wo der Fluss des Lebens hingeht, kannst du ja auch weiter tiefer gehen und spüren, herausfinden, Antworten erhalten. Was kannst du jetzt dazu beitragen, dass du gut in diesem Fluss bleiben kannst?
Das beginnt auf unserer Gedankenebene. Also bei mir war gerade ein sehr, sehr schöner Hinweis auf meine Kommunikation da. Beginnt eben dann aus den Gedanken über die Sprache zu gehen, eben wie kommunizieren wir, wie können wir die Kommunikation verbessern, nicht nur im Inneren, sondern auch miteinander. Und oder vielleicht sind auch jetzt Themen dabei, wo du Hinweise auf Handlungen kriegst. Wie kannst du noch besser agieren, dass du mit viel weniger Aufwand zum höchsten Ergebnis kommst? Und das ist eben dieses im Fluss sein. Vielleicht erhältst du auch Hinweise für dich, wo die vergangene Zeit dir vielleicht auch Energie genommen hat. Und wo du wieder Energie aufbauen kannst. Und ob es vielleicht einfach einmal gut tut, wieder dort über unsere Übungen, die Mantren, die Kalligrafien und einfach auch über die wirkliche Verbindung zur Natur, zur Mutter Erde, zur Sonne, zum Universum einfach mal wieder aufzutanken. Nicht schöner ist es zu verbinden, oder? Die besonderen Mantren, die wir kennen, die besonderen Kalligrafien, die wir haben, die wir nutzen können und gleichzeitig eben unsere wichtigsten Energiezentren auch wieder aufzufüllen. Weil eben entweder war vielleicht eine Zeit da, wo Krankheit da war, wo emotionale Belastung da war, wo Stress da war. Dann werden unsere Energiezentren ausgeleert und ausgelaugt. Und den, auf den Dr. Master Shah uns immer wieder hinweist und der natürlich ein Schlüssel ist, wir kennen ihn alle, oder man kennt ihn aus dem Qigong, aus dem Tai Chi, aus dem Kung Fu, ist der untere Dantian. Und der kann jetzt zu einem gewissen Grad voll sein. Also in der Skizze hat man ihn mehr mittig gesetzt, auch wenn er mehr im vorderen Körperteil ist. Ist okay. Das heißt, es geht ja auch darum, dass wir immer wieder alles tun, damit dieser untere Dantian schön voll ist. Dass wir wirklich alles tun, damit wir hier
unser Kraftzentrum voll hat. Das ist ein guter Gradmesser zu erkennen, zu sehen, lebe ich im Einklang mit dem Fluss des Lebens oder verliere ich Energie immer wieder? Du kannst auch dich selbst checken, zu spüren, wie ist dein Energielevel. Bis hin zu, wenn du es kannst, dass du sogar Prozentsätze erhältst am Checken, dann kannst du ja fragen, wie viel Prozent ist mein unterer Tantien heute voll? Und wenn es nicht 80, 90 sind, dann ist Handlungsbedarf. 100% wird es selten geben, wäre auch unnatürlich. Aber das Schöne ist, wir wissen, wir haben Übungen. Wir haben ja die Möglichkeit hier, über zum Beispiel das Mantra Ha, den unteren Tantien zu stärken. Dort diese goldene Lichtkugel zu formen. Die hilft uns natürlich, dass wir weiterhin genügend Kraft haben, auch im Fluss des Lebens zu bleiben. Ja, wir haben natürlich unsere Ablenkung. Aber eben wenn man mit den Mantren und den Übungen immer aktiv beschäftigt sind, dann werden wir spüren, okay, es ist viel mehr Kraft da. Es ist viel mehr Energie da, die anderen Energiezentren werden auch immer mehr gefüllt und gefüllt. Und so wollen wir das jetzt gemeinsam nutzen, diese besondere Kraft. Und gemeinsam noch zum Abschluss unseren unteren Tantien aufbauen und dabei natürlich auch eine Tau-Kalligrafie nutzen, die uns hierbei hilft, nämlich die Tau-Kalligrafie Da Chang Shan, das größte Erblühen, das größte im Fluss, in der Fülle sein. Das, was wir uns wünschen, ist, dass wir im Unterbauch eine goldene Lichtkugel haben und entwickeln, die diese Kraft hat, dieser größten Fülle, dieses größten Flusses im Leben, dieser größten Fähigkeit, auch einfach aus dem Vollen zu schöpfen, das immer da ist. Und deswegen bitten wir jetzt die Tau-Kalligrafie Da Chang Shan, gemeinsam mit dem Mantra Ha, jetzt abschließend darum, dass wir aus unserem Unterbauch heraus jetzt ganz viel Kraft aufbauen, die uns einfach den ganzen Tag begleitet und idealerweise uns immer wieder zurückholt in die Erdung und auch hilft, dass wir voller Energie sind, voller Ausdauer, Vitalität und auch Immunkraft und vor allem, die uns hilft, dass wir auch im Fluss sind. Noch dazu ist es das Schöne, es macht Freude, noch dazu ist es umso schöner, es ist auch das Zentrum der monetären, finanziellen Fülle. Das heißt, wir vereinen jetzt alles, nicht nur aus der Fülle des Lebens schöpfen zu können, aus der Fülle an Energie schöpfen zu können, die immer da ist. Wir haben uns ja nur getrennt durch unser Ich.
Und wir gehen jetzt dorthin in den unteren Dantian-Kern, beide Hände unterhalb des Bauchnabels auflegen. Paar entspannte Atemzüge dorthin nehmen und gerne mal in den ersten 4 Zeilen nur bleiben. Da Junction G. Jetzt auch deine Hände so vor dem Unterbauch halten, so unterhalb des Nabels, als würdest du vor dir diese goldene Lichtkugel bereits spüren können, nicht angelegt an den Körper, sondern eben so 30 cm entfernt, um einfach noch einmal bewusster wahrzunehmen, da fühlt sich jetzt tatsächlich eine Energie, die sich als Lichtkugel auch wahrnehmen lässt. Da Chang Shen Ji. Am Ende noch kurz, so ganz in der Stille. Da Chang Shen. Da Chang Shen Ji. Vielen Dank. Da Chang Shen. Da Chang Shen Ji.
Genau das ist dieser heilige Ort, in dem wir im Unterbauch immer wieder zurückfinden wollen, wenn wir im Außen merken, es ist etwas Irritierendes da. Wir können weiter im Außen bleiben und damit auch unsere Energie weiter verschwenden teilweise, indem wir an diesen Außendingen festhalten und immer wieder hinschauen, sie hinterfragen, drüber nachdenken und schauen, wieder geht die Energie raus und schauen, wieder geht die Energie raus. Oder wir kommen dorthin zurück in den Unterbauch. Bleiben bei uns, bleiben unserer Mitte. Bei mir liegen jetzt die Handflächen auf den Oberschenkeln, zeigen zum Unterbauch und kann dieses Licht gut spüren. Ich kann das Qi gut spüren, das wir jetzt sammeln konnten. Jetzt die Hände liegen so vor mir. Und so wollen wir jetzt auch diese Stunde abschließen, dass wir wirklich all das uns zur Verfügung stehende universelle Qi, was immer da ist, ist immer die vollste Kraft da für alles. Aufnehmen, integrieren und zum unteren Dantian auch sammeln. Dort diese goldene Lichtkugel weiter aufbauen. Weil das ist ja der Schlüssel, dass wir nicht jeden Tag daran arbeiten müssen, dass wir überhaupt Energie haben und den unteren Dantian, der so faustgroß ist, mühsam wieder 70, 60, 80% auffüllen, sondern dass aus dieser Faustgröße ein viel, viel größeres Lichtfeld entsteht, dass dieses Energiezentrum mit der Zeit den ganzen Unterbauch ein, dass da eine, aus dieser Tennisballgröße eine Basketballgröße entsteht, die immer so zwischen 60 und 80% gefüllt ist. Das hat eben sehr stark damit zu tun, wie wir im Einklang leben, mit dem Fluss der Quelle, mit diesem natürlichen Verlauf aller Dinge. Tao Fa Zi Ran. Tao Fa Zi Ran. Tao Fa Zi Ran. Ren Fa Di. Der Mensch folgt dem Verlauf auf Mutter Erde. Die Fa Tien. Alles auf Mutter Erde folgt dem Verlauf des Himmels. Tien Fa Dao. Alles im Himmel folgt dem Verlauf der Quelle. Tao Fa Zi Ran. Das Tao folgt sich selbst oder anders ausgedrückt, das Tao folgt einem natürlichen Weg. Und so können wir auch diesen direkten Weg gehen und erkennen, wo fließt die Schöpfungskraft gerade hin
und brauchen keine Umwege über unsere anderen geistigen Ideen gehen, sondern einfach diesen Weg folgen, wo gerade der natürliche Verlauf aller Dinge hingeht, der auch einmal dorthin gehen kann, dass eben nichts passiert, dass kompletter Stillstand, komplette Ruhe ist, kompletter tiefster Winter. Das Gefühl, da ist nichts mehr da, was irgendwie erblüht oder weitergeht. Aber es ist ein natürlicher Zustand, weil daraus entsteht ja der Frühling. Und da muss ich halt ein paar Wochen warten. Und wir merken, okay, der Frühling kommt. In diesem Sinne, lasst uns wundervoll diesen Herbst genießen. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Dabeisein. Danke allen, die uns auch aus der geistigen, spirituellen Welt unterstützt haben. Danke den Taukalligrafien, danke dem Mantra. Danke der angeleiteten Meditation, die jetzt durchkommen wollte. Und danke euch fürs Mitschwingen in diesem schönen, schönen Feld. Danke, danke, danke. Gerne, wenn jemand Eindrücke hatte oder etwas hatte, was du gerne teilen magst, dann kannst gerne auch einfach vielleicht eine Erkenntnis teilen, die allen hilft. Die Mikros wären offen dazu. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Wochenbeginn. Aber gerne auch natürlich, wenn jemand was sagen mag, dann gerne auch in ausgesprochener Farbe. Ja, ich melde mich gerne, Silvia. Hallo Silvia. Hallo Martin. Schön, dass das Licht da ist. Ich habe die Botschaft bekommen, mich locker weich machen, geschmeidig sein, fließen wie mein Hauptelement, das Wasser, ohne Anstrengung dem Pfad entlang fließen, dem Pfad folgen. Und zum jeweiligen Zeitpunkt, Augenblick sich dem widmen oder Aufmerksamkeit schenken und reagieren oder auch nicht auf das, was gerade da ist. Wunderschön. Klingt nicht nur sehr poetisch, ist auch sehr kraftvoll. Also hat sehr viel Power in sich. Ja, es ist eben Danke. dieses Prinzip des Wassers, oder? Das wir eh immer wieder so aus vielen, vielleicht auch Zitaten kennen. Da will Wasser zu dir. Ja, siehst du, sie hat es schon gespürt, da ist was da. Du kannst dir helfen. Schön. Ja, aber das ist eben dieses flexibel sein wie das Wasser. Das ist so schön. Das ist so wertvoll, weil es uns hilft, eben aus der unendlichen Kraft zu schöpfen, die ja eh immer da ist. Und wir kommen damit durch die größten Herausforderungen, entweder rundherum, durch, wo auch immer halt, so wie das Wasser überall hinfließend seinen Weg findet. Schön. Und sehr viel natürlich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Nil denken in Afrika, einfach Leben mit sich bringt. Ist ja auch ein wunderschöner Aspekt. Danke dir. Also es war so spannend, weil es ist so, na eh klar. Also ich habe mich dann, während die Botschaft durchkam, gefragt, warum habe ich das nicht gemacht? Also wenn das eh so aufgelegt ist. Also dass man da so blinde Flecken hat. Also es ist faszinierend, oder? Ja, voll, voll. Also Aber ich fand es faszinierend. ich glaube schon, dass wir alle diese unbewusste Kompetenz haben, die wir einfach lange schon in uns tragen und es intuitiv tun und irgendwann kommt es dann ins Bewusstsein. Und ah ja, genau, so einfach ist es. Du hast das bestimmt eh immer schon genutzt. Also ich hoffe, also ich, nein, nicht ich hoffe. Ich weiß, dass es jetzt da ist. Und So soll immer es wenn sein. ich mich anstrenge, werde ich ans Wasser denken. Ich Genau. sage, so ist der Flow. So soll es sein. Super. Schön. Danke dir.
Am Telefon noch jemand, der was sagen mag, weil das Mikro offen ist? Ja, hier ist Karina. Hi, Guten Karin. Morgen. Guten Morgen. Ich habe mich auch total gefreut. Also mir hat es gerade auch wieder richtig Vertrauen gegeben und mich auch wieder zu mir gebracht, weil ich gemerkt habe, dass ich habe immer das Gefühl, dass ich immer ganz viel falsch mache und mich müsste noch mehr machen, so wie du ja auch gesagt hast. Und habe einfach richtig gemerkt, wie schnell ich in diese Entspannung gekommen bin und dass es gar nicht falsch läuft, dass es schon so richtig läuft und dieses immer glauben, machen zu müssen, dass das gar nicht sein muss. Also da kam gerade so schnelle, so eine tiefe Entspannung und dieses Vertrauen wieder, dass es auch einfach in dieser Natur sein darf. Und ich fühle mich auch so total verbunden mit der Natur und dass das Umfeld, wo ich gerade bin, einfach nur so sehr schnell ist und eben noch nicht so in diesem Naturglauben ist. Und das hat mir gerade total gut getan, dem wieder weiter zu vertrauen. Und wenn ich mich damit hier im Außen auch gerade so alleine fühle, da einfach so weitermachen zu dürfen. Und ich merke es auch im Umfeld, dass sie eigentlich schon das sehr beobachten und sehr schön finden. Also es hat gerade so richtig gut getan und ich war einfach wieder so in so einem Zustand, einfach nur alles loslassen. Und ich merke das auch im Herzen und so ein bisschen auch im Inneren, einfach dieses Hektische einfach loslassen und noch tiefer ruhig werden. Das war echt sehr hilfreich wieder und ja, hat mir geholfen. Danke. Oh, schön. Es ist eben der Schlüssel, dass wir eben vor allem jetzt möglichst keine Selbstvorwürfe auch haben. Und daraus erkennen, es ist alles in Ordnung. Wir sind vollkommen in Ordnung. Die Situation ist auch in Ordnung. Also selbst eben auch die Menschen, wo du jetzt sagst, die haben ihr eigenes Tempo. Das ist ja auch deren natürlicher Zustand derzeit. Und das kann man einfach annehmen und die hat ein lustiges Bild, an das ich immer wieder denke und vielleicht bleibt es euch jetzt auch in Erinnerung. Das wäre die schönste und leichteste der leichteste Umgang damit, mit allem, was rundherum passiert. Ist jetzt nicht einmal nur scherzhaft gemeint. Also Grin and Bear It heißt eben einfach mit einem Lächeln es die Situation ertragen, die Situation annehmen. Und das Bild habe ich sehr tief in mir abgespeichert, weil es mich immer wieder daran erinnern möchte, dass ich eben, wenn Menschen anders sind oder auch sogar negativ mir gegenüber sind, es kann nur die einzige simple Reaktion sein, einfach weiterzugehen im Vertrauen, dass alles passt, dieses zuversichtliche Lächeln zu haben. Und einfach die Dinge in der Ruhe mit ein bisschen einer weiteren Freude im Inneren einfach zu ertragen. Bear it heißt ertragen. Und das ist auch einer der Schlüsselsätze in der Lehre des Buddhismus und damit eben sehr, sehr stimmig und sehr, sehr wiederholt auch von Dr. Master Shah für uns als Hilfestellung, dass wir uns nicht aufhalten brauchen mit Menschen, die halt gerade ihren Weg gehen, was ja voll okay ist. Oder wenn sogar negativ auf uns wirken würde, es auch okay ist. Und wir einfach weitergehen. Und eben ohne Selbstvorwürfe, ohne auch den Zwang, jetzt andere entwickeln zu müssen, jetzt, was vielleicht ja sein kann in der Familie, dass man diesen Anspruch hätte. Dann sollten jetzt alle auf diesen Weg kommen und warum denn nicht? Das ist ja gar nicht notwendig. Jeder hat seinen Weg. Ja, das ist voll schön. Und wir können durch unser Beispiel vorangehen. Und da machen wir natürlich auch gewisse Fehler. Mir ist auch was bewusst geworden gestern. Aber man kann nur daraus lernen und das beim nächsten Mal halt besser lösen, dass man mehr in der Ruhe bleibt, im familiären Umfeld zum Beispiel, oder ja, wir mehr in der Ruhe bleiben, ich glaube, das ist das Beste, der beste Ausdruck dafür. Schön, du machst es toll. Danke, danke. Ein
Alban hat noch sich bedankt. Vielen herzlichen Dank, lieber Martin. Es war sehr schön. Die Martina, vielen Dank, lieber Martin, für diese kraftvolle Stunde, so wertvoll. Danke, liebe Martina. Liebe Petra, schön, vielen lieben Dank für diese sehr wertvolle, lichtvolle Stunde. Danke, lieber Martin. Diese Stunden sind ganz wichtig für mich. Danke. Sehr, sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Einen schönen Wochenbeginn. Mit ganz viel Kraft. Ganz viel Freude, ganz viel Leichtigkeit. Baba. Danke, dir auch. Danke euch. Tschüss.